Willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir wollen euch heute die mobile Anwendung von Crowne Plaza vorstellen. Das ist eine Hotelkette, die es besonders häufig in der Nähe von Flughäfen gibt. Denn das sind einzelne Hotels, die von Privatpersonen zum Beispiel für ein verlängertes Wochenende oder einen Kurzurlaub gebucht werden können. Geschäftskunden nutzen diese Hotels häufig auch, wenn sie zum Beispiel mal Aufenthalt an einem Flughafen haben. Und hier mit dieser Anwendung kann man ganz einfach das nächste Hotel finden. Und dazu gehen wir einfach mal auf Find a Hotel. Und da ist es jetzt erstmal möglich, hier direkt GPS-Funktionen einzuschalten, wenn man zum Beispiel ein iPhone hat. Aber man kann hier oben auch Destination so angeben. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Berlin. Denn dort gibt es einige Hotels. Berlin, Deutschland. Es gibt jetzt auch gleich die Suchvorschläge für den Flughafen Tegel zum Beispiel. Denn dort sind dann einzelne Hotels. In Berlin gibt es mehrere, das werdet ihr gleich noch sehen, aber dazu später mehr. Dann kann man hier erstmal das Datum wählen. Das geht auch recht spontan, weil es halt häufig, ja, ich sag mal, so eine spontanere Lösung ist und die meisten Leute da, ja, ich sag mal, ein oder zwei Tage sind. Und nehmen wir einfach mal jetzt zwei Tage. Dann, so, und jetzt kann man hier angeben, wie viele Gäste wir haben. Ein Adult und kein Kind. Wir wollen einen Raum und ja, gehen wir einfach mal auf Find Hotels. So, die Datenbank wird jetzt durchsucht und wir bekommen jetzt als Kartenübersicht, ich hatte schon erwähnt, in Berlin gibt es mehrere, die einzelnen Hotels angezeigt. Hier, wie gesagt, gibt es jetzt eine Menge, man kann auf die einzelnen draufklicken, auch nochmal auf die Informationen und findet dann gleich ein paar Informationen. Was das Ganze kostet, Daily Parking Gebühr kostet 14 Euro, Check-in 2 Uhr PM, Checkout 12 Uhr PM. Man findet die Adresse, Kurfürstenstraße 78. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier sich die Räume anzuschauen, welche verfügbar sind. Hier in diesem Fall jetzt nicht. Schauen wir uns einfach nochmal nächstes an, sonst wechseln wir gleich nochmal das Datum ein bisschen. Hier sind auch keine Räume verfügbar. Da sind wir wohl doch etwas zu spontan. Aber hier haben wir jetzt unterschiedliche Räume. Und die gibt es hier jetzt ab 100 Euro. Hier unten gibt es jetzt nochmal die ganzen Details. Das ist natürlich manchmal ein bisschen abweichend von den Hotels. Da gibt man jetzt einfach auf Buchen und jetzt hat man die Möglichkeit, genau das wollte ich sehen, sich ein Zimmer rauszusuchen. Hier einmal ein Non-Smoking, Standardzimmer, die sind jetzt wohl alle, keine Raucherzimmer. Das ist ja auch schön, sage ich mal, wenn man nicht Raucher ist. Und da kann man dann einfach auf eins draufklicken. Dann hat man hier unterschiedliche Möglichkeiten, es gibt unterschiedliche Programme von denen zu verschiedenen Preisen. Das hat was mit den Stornierungsmöglichkeiten zu tun und so weiter. Und dann sieht man hier jetzt letztendlich, wie das dann so aussieht. Jetzt haben wir das für 124 gebucht. Zwei Tage haben wir hier natürlich, deshalb die knapp 250 Euro. Und man hat jetzt hier die Möglichkeit, das Ganze direkt zu reservieren. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Es gibt hier übrigens noch ein paar mehr Möglichkeiten, die wir euch zeigen. Man kann sich hier nämlich nicht nur nach Karte, sondern auch nach dieser Liste die einzelnen Hotels anzeigen lassen oder auch nach der Entfernung, denn das ist natürlich interessant, wenn man sich einfach kurz orten lässt und direkt sehen möchte, wo ist das nächste Hotel, zeige es mir schnell und dann findet man es hier ganz einfach. Es gibt an der Seite noch eine kleine Sidebar, besonders für Geschäftsleute interessant ist natürlich Upcoming Stays, da sieht man dann gleich, welche Geschäftsreisen habe ich in den nächsten Wochen oder Monaten und sind die Hotels schon gebucht, das ist hiermit dann ganz einfach möglich, dann gibt es hier die Möglichkeit eine Reservierung zu finden, dafür muss man nur den Confirmation Code und den Nachnamen eingeben, dann gibt es Messages zu News and Offers. Und es gibt hier noch so ein paar Möglichkeiten, so Kundensupports hier mit dabei, Tutorial, Private Publicity, also diese typischen Sachen eben. Und insgesamt ist es eine gute Anwendung. Man kann hier mit leichten Hotel finden und buchen. Und ich behaupte mal, besonders für Geschäftsleute könnte das interessant sein und auch das Angebot hier von über 4600 Hotels sollte weltweit für viele Leute ziemlich interessant sein. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.